So teuer waren Winterspiele noch nie. Skigebiete, Hotels, neue Verkehrswege, in nur 6 Jahren aus dem Boden gestampft. Wie soll ich weiterleben? Das ist mein Land. Aber morgen kommen sie vielleicht schon mit Bulldozern und machen alles platt. Die Zeche zahlen die Menschen, die hier leben. Es kippt einfach weg, unser Haus. Mal in die Richtung, mal in die andere. Ein Bauboom ohne Rücksicht auf Mensch und Natur. Diese Firma errichtet olympische Gebäude. Aber ihren Müll kippen sie einfach in die Gegend. Russlands Vorzeigekurort Sotschi. Hier entspannte schon die Sowjetelite. Winterspiele unter Palmen, das gab's noch nie. Doch Umweltschützer wie die ehemalige deutsche Bundestagsabgeordnete Viola von Kramon beobachten die Entwicklung in Sotschi kritisch. Viele Jahre war sie Sportsprecherin der Grünen und stand immer in engem Kontakt zu russischen Aktivisten. Ich habe natürlich eine gewisse Grundskepsis, weil als ich vor 3 Jahren hier war, mit verschiedenen Akteuren gesprochen habe, hat sich schon angedeutet, dass das Projekt möglicherweise nicht von Erfolg gekrönt ist. Jetzt bin ich hier, um mir einen eigenen Eindruck vor Ort zu verschaffen und zu schauen, wie hat sich das Ganze sportfachlich, wie hat sich das Ganze ökologisch und wie hat sich das Ganze wirtschaftlich entwickelt. Das meiste Geld floss in Infrastruktur. Neue Straßen und Bahntrassen verbinden die Küstenregion mit dem rund 50 Kilometer weit entfernten Wintersportzentrum in den Bergen. Ein ganzer Ort mit Luxushotels ist hier entstanden. 42.000 Hotelbetten, das war die Vorgabe des Internationalen Olympischen Komitees. Gebaut wurde mitten ins Naturschutzgebiet, einer bis dahin nahezu unberührten Bergwelt. Viola von Kramon ist unterwegs ins Skigebiet, zusammen mit Alla Yusupova. Die Ökologin hat schon früh vor den Folgen der Bauwut gewarnt, doch es musste vor allem schnell gehen. Es ist bekannt, dass hier gar keine Umweltstudie erstellt wurde, vor dem Beginn der Bauarbeiten. Es wurde kein staatliches Gutachten in Auftrag gegeben, um die Folgen für die Umwelt zu untersuchen. Man hat einfach erst mal gebaut und dann erst die Genehmigungen eingesammelt. Wo das olympische Dorf entstand, war vor wenigen Jahren noch dichter Wald. Es ist der letzte Tag, an dem die Lifte noch offen sind für Wintersportler. Dann werden die Pisten präpariert für Olympia. Schon lange träumen die Russen von einem Skigebiet, das sich mit den noblen Ferienparadiesen Westeuropas messen lassen kann. Auch für Schnee ist gesorgt. Aus Finnland importierte Spezialmaschinen produzieren Kunstschnee, selbst bei Plustemperaturen von bis zu 30 Grad. Dafür wurden riesige Wasserreservoirs angelegt. Denn einen Nachteil hat das Skigebiet nun mal. In Sotschi herrscht subtropisches Klima. Die Winter sind kurz, selbst hier oben auf den Bergen. Alla Yusupova zeigt, was hier alles gebaut wurde. Rund 40 Milliarden Euro hat Russland für die Spiele ausgegeben. Das ist mehr als alle Winterspiele zusammen bisher gekostet haben. Ich glaube, jeder, der hier das erste Mal hinkommt zum Skifahren, findet das wunderbar. Es ist modern, es ist angenehm. Aber jeder, der den Vorher-Nachher-Vergleich hat, ist einfach nur erschüttert. Das Postkartenpanorama täuscht leicht darüber hinweg, dass hier eine einzigartige Naturlandschaft unwiderruflich zerstört wurde. Wir wissen, dass hier mehrere 10.000 Hektar Naturwald gerodet wurde. Wald, den es so in dieser Form weder in Russland noch irgendwo anders auf der Welt gab. Und das muss man einfach wissen, weil es hier auch ganz besondere Baumarten gab, die nur hier standen und eher auch in diesem Umfang nur hier standen und die eigentlich über das Biosphärenreservat hätten nicht angetastet werden dürfen. Es sind seine Olympischen Spiele. Für Kreml-Chef Putin ist Sotschi ein Prestigeprojekt, bei dem Kollateralschäden offenbar eine untergeordnete Rolle spielen. Für die Medien inszeniert sich der russische Präsident geübt als Macher, der auch die Piste perfekt beherrscht und demonstrativ persönlich testet.
Putin verbringt seine Ferien regelmäßig im Kaukasus und ist in der Residenz des Energieriesen Gazprom ein gern gesehener Gast. Um die Spiele genau hierher zu holen, wurde in den Bewerbervideos der Stadt viel versprochen. Von grünen Spielen war die Rede, von Umweltschutz, Energieeffizienz und natürlich auch einer vorbildlichen Müllentsorgung. In dem Konzept, was Sie vorgelegt haben, gab es durchaus eine vernünftige Abfallentsorgung. Gab es Maßnahmen, Energieeinsparmaßnahmen? Gab es Überlegungen, wie man zu grünen Spielen kommen kann? Aber die Realität jetzt sieht eben ganz anders aus. Und dazwischen gab es kein Monitoring, keine Überprüfung, keine Kontrolle, keine Begleitung. Und solange das nicht gemacht wird und die Spiele immer größer werden, aber im Grunde die fachliche Begleitung fehlt, läuft es halt ins Leere. Die Folgen des gigantischen Baubooms sind am deutlichsten entlang der Psymta zu spüren, einem der wichtigsten Flüsse der Region. Alla Yusupova zeigt der deutschen Besucherin, was sich alles verändert hat. Für die Spiele wurde der Flusslauf verlegt und bebaut. Auf einer Strecke von rund 50 Kilometern. Durch das gesamte Tal ziehen sich nun eine Eisenbahntrasse und eine neue Schnellstraße. Früher versorgte der Fluss die Region mit Trinkwasser. Doch die riesigen Baustellen im Tal haben das Wasser der Psymta ungenießbar gemacht. Eine ökologische Katastrophe. Denn neben Abraum und Bauschutt gelangten auch zahlreiche Giftstoffe in den Fluss. Zahllose Brücken wurden errichtet. 6 lange Tunnel durch die Berge getrieben. Der Fluss Psymta ist so zu einer unberechenbaren Gefahr geworden. Das Wasser überschwemmt nach starken Regenfällen nun ungebremst das Tal. Und als Lebensraum für Fische scheint der größte russische Zufluss zum Schwarzen Meer ohnehin verloren. Inzwischen ist der Fluss tot. Es gibt keine Fische mehr. Dabei hatte sich die russische Eisenbahn vertraglich dazu verpflichtet, nach den Bauarbeiten neue Fische anzusiedeln. Und das haben sie auch versucht. Aber die Jungfische sind nach kurzer Zeit schon wieder verendet. Die Fahrzeit ins Skigebiet hat sich so verkürzt. Um genau 30 Minuten. Nur 2 Wochen werden die Olympischen Spiele dauern, aber die dramatischen Eingriffe in die Natur haben das Leben vieler Menschen auf Dauer verändert. Der Bauer Alexander Koropow lebte von seinen Kühen und einer Obstplantage, bis direkt neben seinem Haus eine Brücke gebaut wurde. Erst wollte die Stadt ihm das Grundstück abkaufen, dann erklärte sie es schlicht zum Naturschutzgebiet. Koropow wurde praktisch enteignet. Als wir den Zuschlag für die Spiele bekamen, haben wir uns alle gefreut. Wir dachten, endlich kehrt die Zivilisation bei uns ein und vieles wird besser werden. Jetzt weiß ich, das war ein Irrtum. Ich und viele Landwirte hier sind entsetzt, was nun in unserem Dorf passiert ist. Den Anwohnern hatte die Stadt im Vorfeld vieles versprochen und nicht gehalten. Koropow wurde nie entschädigt. Er lebt auf einem Grundstück, das ihm nicht mehr gehört. Und er weiß einfach nicht weiter. Schauen Sie, 20 Meter vom Bahndamm lebe ich. Obwohl ich Papiere habe, kann ich auf meinem eigenen Boden nichts mehr machen. Wie soll ich hier weiterleben oder mein Land bebauen? Vielleicht kommen Sie schon morgen mit Bulldozern und machen alles platt. Ich bin arbeitslos geworden durch Olympia. Ich kann nichts mehr machen. Die vermeintlichen Segnungen durch die Modernisierung der Region an Alexander Koropow ziehen sie vorbei. Nicht einmal der Zug hält in seinem Dorf. Während der Bauarbeiten sind die Trinkwasserbrunnen versiegt. Nun sind die Menschen abhängig von Tankwagen, die nur sporadisch vorbeikommen. Gas- und Wasserleitungen waren zugesagt worden. Darauf warten die Anwohner immer noch vergeblich.
Um ihre Häuser zu heizen, müssen sich Koropow und alle anderen hier noch immer wie ihre Vorfahren behelfen, trotz der Olympischen Spiele. Weil wir kein Gas haben. Sie haben uns eine Gasleitung versprochen, aber es gibt kein Gas. Deshalb heizen wir mit Holz. Was sollen wir machen? Im Winter kaufen wir jetzt Holz. Es ist hoffnungslos. Nur 10 Kilometer sind es von seinem Dorf zu den Olympischen Stadien am Meer. Und doch scheinen Welten dazwischen zu liegen. So präsentiert sich Sotschi selbst am liebsten. Fast alle Sportstätten wurden für Olympia eigens errichtet. Die Nachnutzung ist fraglich. Nebenwirkungen allerdings schon jetzt bekannt. Tauchen in solchen Filmen allerdings nicht auf. Anwohner führen Viola von Kramon zu einer illegalen Schutthalde. Auf Sichtweite zu den Olympischen Städten leben die Menschen hier und mussten mit ansehen, wie rund 2000 Lkw Bauschutt abkippten. Hier haben sie Abraum und Müll von olympischen Bauten abgeladen. Einfach weil es so günstig in der Nähe liegt. Anschließend wurde alles ein bisschen mit Erde bedeckt, um den Müll zu verstecken. Aber der Erdboden bewegt sich und bringt den Müll wieder an die Oberfläche. Die Polizei interessiert sich nicht für die illegale Müllkippe. Es gibt keine geregelte Abfallentsorgung. Es gibt kein Konzept, wie Müll gesammelt, möglicherweise getrennt, entsorgt, verbrannt, verwertet, energetisch aufbereitet wird, gar nichts. Sondern es gibt überall, an jeder Ecke, hinter jedem Berg, hinter jeder Kurve irgendeine illegale Müllkippe. Mit verhängnisvollen Folgen. Das ganze Haus hat sich plötzlich geneigt und ist dann einfach weggerutscht. Stellen Sie sich das mal vor. Das komplette Fundament ist zerbrochen. Und es passierte mitten in der Nacht. Wir wachten schlagartig auf und dachten zunächst, das müsse ein Erdbeben sein. Als wir aufgesprungen sind, gab es zuerst kein Licht. Wir haben die Taschenlampen geholt und dann waren da Schreie zu hören. Als das Haus abrutschte, sind alle Fensterscheiben zerbrochen. Sämtliche Türschwellen und auch die Türen waren völlig verzogen, sodass wir sie kaum öffnen konnten. Aber schließlich haben wir es doch irgendwie geschafft. Nach starken Regenfällen war der illegal abgeladene Schutt oberhalb ihres Hauses ins Rutschen geraten. Der ganze Hang gab nach und mit ihm die Wohnhäuser. Das Erdreich bewegt sich und sackt weiter ab. Und man weiß nie vorher, in welche Richtung sich der Boden neigt. Dieser Riss wird ständig größer und es treten immer mehr Risse auf, an allen Seiten. Das Haus neigt sich und reißt auseinander. Kommen Sie herein und schauen Sie sich das einfach mal an. Merken Sie, wie schief die Böden sind? Das ganze Haus ist ständig in Bewegung. Und wir versuchen, das mit großen Holzstücken unter den Möbeln auszugleichen. Sehen Sie, wir haben den Kühlschrank mit einer Waage in aufrechte Position gebracht. Wir müssen alle Möbel mit Klötzen unterlegen, damit sie gerade stehen. Man kann ja sonst nicht mal einen Teller oder eine Tasse Tee irgendwo abstellen. Für Familie Skiba ist das Leben buchstäblich aus den Fugen geraten. Und dann schaltet man uns regelmäßig den Strom einfach ab, weil die Elektrizität nicht für die ganze Stadt reicht. Nur auf dem Olympiagelände strahlen die Lichter rund um die Uhr. Dafür wird in einzelnen Stadtbezirken abwechselnd der Strom abgeschaltet. Gleichzeitig sagt man uns, dass wir während der Spiele nicht mit Holz heizen dürfen, weil der Qualm die Besucher stört. Wir sollen mit Gas heizen. Das ist doch lächerlich. Es gibt ja gar keine Gasleitung.
Gateway to the Future. Das Bewerbervideo. So begann alles 2006. Da war man noch im Rennen gegen Pyeongchang in Südkorea und Salzburg. Der russische Präsident zuversichtlich. Sochi ist der beste Platz für die Spiele. Wir bekommen sie. Dabei ist von Anfang an klar, dass in Sochi nahezu alle Sportstätten erst noch gebaut werden müssen. Kritiker werden beruhigt. Man werde Rücksicht nehmen auf die Umwelt. Angekündigt werden grüne Spiele. Auch das IOC zeigt sich überzeugt. 2007 erhält Sochi den Zuschlag. Wir sind wahnsinnig glücklich darüber. Wir sind die Gewinner! Doch die Freude sollte nicht lange anhalten. Bald wird den Menschen klar, dass die Stadt ihr Gesicht verändern würde. Und das mit einer Radikalität, mit der niemand gerechnet hatte. Unser Gouverneur hat schon gesagt, alle Häuser werden abgerissen. Und wenn sich jemand dagegen wehrt, dann wird das eben zwangsweise geschehen. Niemand hat das Recht, uns so zu behandeln. Wir haben unser Leben in unsere Häuser gesteckt. Auch mit der vielbeschworenen Rücksicht auf die Natur war es bald nicht mehr weit her. Anfangs hatte man noch den Dialog mit örtlichen Umweltverbänden versprochen. Schnell zeigte sich, dass daran jedoch überhaupt kein Interesse bestand. Viola von Kramon besucht eine Kundgebung der Olympiagegner. Viele trauen sich nicht, öffentlich zu protestieren. Polizei und Geheimdienst haben auf Aktivisten schon lange ein Auge geworfen. Wir wollen die Umweltaktivisten unterstützen. Menschen, die man versucht, unter einem Vorwand ins Gefängnis zu stecken. Nur weil sie sich für die Opposition einsetzen. Also nur dafür, dass sie die Leute darüber informieren, was bei uns vor sich geht. Kritik an Olympia ist gefährlich. Einige sind ja im Gefängnis und da gibt es ja auch hier Aktivisten, die sich darum kümmern, dass auch diese Leute wieder aus dem Gefängnis entlassen werden und dass es eine Möglichkeit gibt für eine Amnestie. Einige sind im Ausland, viele haben die Stadt schon verlassen, einige haben resigniert, einige sind noch hier, aber es ist wirklich nur noch ein kleiner, harter Kern. Und die fragen sich vor allem, was passiert, wenn der Wintersportzirkus weitergezogen ist? Wir diskutieren jetzt, was eigentlich nachher sein wird. Wie wir die vielen Müllhalden beseitigen, die illegalen Deponien. Es gibt in dieser Stadt viele Notstände zu beseitigen. Leider schenkt die Verwaltung unserer Stadt dem jedoch überhaupt keine Beachtung. Hier trifft Viola von Kramon noch einmal auf die Geologin Alla Yusupova. Die will der Deutschen zeigen, welche Folgen der Bauboom hier unten an der Küste hatte. So sah das Olympiagelände vor Beginn der Bauarbeiten aus. Ein Schutzgebiet im Flussdelta der Psymta. Lebensraum für zahllose, seltene Vogelarten. Die Sümpfe wurden großflächig zugeschüttet, um Platz zu schaffen für repräsentative Olympiabauten. Das Vogelparadies ist Vergangenheit. Diese sehr ökologisch wertvollen Flächen sind einfach nicht nur ein Verlust für einen Frosch oder eine Hamsterart, sondern für ganz große Vogelfamilien. Und das war das, was, glaube ich, hier den Ökologen besonders am Herzen lag, dass das eben nicht nur eine seltene Art ist, sondern dass über 230 Arten betroffen sind. Und ich glaube, das ist schon einmalig, dass man sich einfach darüber hinweggesetzt hat und eben keine Ausgleichsflächen geschaffen hat. Ein weiteres Problem. Überall an der Küste wurden große Hotels gebaut, um die vorgeschriebene Bettenzahl zu erreichen. Doch die Kanalisation ist regelmäßig überfordert. Sie sehen ja, was hier fließt. Das gelangt da vorne alles direkt ins Meer.
Letzten Sommer war das Wasser so stark verschmutzt, dass ich die russische Wasseraufsichtsbehörde angerufen habe. Die haben Proben entnommen und analysiert. Das Ergebnis? Das Meer war von der Küste aus bis zu 120 Meter weit verunreinigt, auch mit Schwermetallen. Und natürlich darf man da nicht mehr baden. Von Olympia profitiert hier kaum einer. Auf den Baustellen werden keine einheimischen Arbeiter beschäftigt, sondern Gastarbeiter zu Hungerlöhnen. Und Subunternehmer der Baufirmen sparen Geld, indem sie ihren Müll in die Gegend kippen. Mehrfach schon haben Anwohner die Polizei um Hilfe gebeten. Vergeblich. Lapidar hieß es nur, sie sollten den Müll doch einfach verbrennen. Was mich auch persönlich so frustriert, dass es hier überall engagierte Leute gibt, die das zwar aufdecken, die damit zur Polizei gehen, die damit zur Justiz gehen, aber die im Grunde damit nichts erreichen, wie in Watte sprechen und sie auch versuchen, auf öffentlichen Versammlungen das Problem kenntlich zu machen und zu sagen, so kann man doch hier nicht leben. Ihr könnt doch nicht euren Dreck der olympischen Stätten hier bei uns abladen. Das ist doch keine Lösung. Ja, aber niemand scheint etwas zu unternehmen. Und offensichtlich ist die Korruption, und da muss man jetzt einfach davon sprechen, die Korruption in den Behörden so groß, ja, dass da untereinander extrem viel Geld geschoben wird, damit das bis zum Stichtag fertig wird. Aber die Folgekosten eben niemand übernehmen will. No waste. Das war einmal das Schlagwort der Olympia-Werber. Kein Abfall. Wladimir Kimajew ist einer der prominentesten Umweltaktivisten. Viola von Kramon kennt ihn noch von früheren Sochi-Besuchen. Als Zollbeamter hat er gearbeitet. Vor einigen Jahren dann entschied er, sich ganz dem Umweltschutz zu widmen. Nachdem bekannt gegeben wurde, dass Sochi Olympia statt wird, habe ich mich gefragt, was geschieht mit der Umwelt? Ich bin in Sochi geboren und war immer gern in der Natur und in den Bergen unterwegs. Wladimir Kimajew führt die Deutsche zu einer Großbaustelle direkt am Schwarzen Meer. Ganze Häuserzüge in Sochi wurden kurzerhand abgerissen für Straßen oder olympische Bauten. Die Bewohner hat man umgesiedelt in hastig aus dem Boden gestampfte Viertel wie dieses. Auf den ersten Blick schmucke Mehrfamiliendomizile. Wer hier lebt, muss sich glücklich schätzen, überhaupt untergekommen zu sein. Doch es gibt Probleme. Denn die meisten Häuser haben keinen Anschluss an die Kanalisation. Nicht viele wollen reden, aus Angst vor Repressionen. Doch sie macht ihrem Ärger Luft. Das gesamte Abwasser sammelt sich bei uns, weil wir das letzte Haus sind. Das Abwasser aus dem gesamten Viertel. Das ganze Kanalsystem hat hinten keinen Anschluss. Deshalb sammelt sich die ganze Brühe einfach in unserem Keller. Unser Haus wird bei Regen davon überschwemmt und das Haus nebenan auch. Die Nachbarn haben das gleiche Problem. Wir haben das jetzt selbst aufgemacht und pumpen es ab. Mehr können wir nicht tun. An wen sollten wir uns wenden? Keine 500 Meter entfernt sind die Prachtbauten für Olympia entstanden, die sich in Werbeclips so wunderbar vorführen lassen. Doch inzwischen machen viele auch dem IOC selbst Vorwürfe. Man habe Russland freie Hand gelassen und nicht genug auf die Einhaltung wichtiger Standards gepocht. Auf der einen Seite sehen wir da Disneyland, sehen wir die neue moderne Architektur, die das IOC sich so vorstellt. Und auf der anderen Seite haben hier Leute Monate, Jahre lang mit denselben Problemen zu kämpfen. Und sie haben keinen Ansprechpartner, sie leben in absoluter Rechtlosigkeit. Sie haben keine Möglichkeit, sich an irgendjemanden zu wenden. Andere mussten ihr Zuhause aufgeben und unterkommen, wo gerade Platz war. Zur Not in einem heruntergekommenen Wohnheim. Viola von Kramon hat sich zum Besuch an einem dieser Orte verabredet, bei Ludmilla Savelleva. Mit ihrem Sohn, der Schwiegertochter und drei Enkelkindern fand sie hier Zuflucht. Zwei kleine Zimmer. Kein Ersatz für das weitläufige Haus der Familie, das einer Schnellstraße weichen musste.
Unser Haus war etwa 180 Quadratmeter groß. Es gibt Papiere, die das nachweisen. Dazu kommen noch einmal 70 Quadratmeter im Dachgeschoss. Als die Olympischen Spiele kamen, sagte man uns einfach, das muss alles weg. Eines Tages, genau am 12. November 2011, kamen wir nach Hause und das Haus war weg. Sie hatten es komplett abgerissen. Wir haben keine Hoffnung mehr, dass man uns noch etwas geben wird. Dabei haben wir alles versucht. Schauen Sie, wie viele Prozesse wir schon geführt haben. Ich kann Ihnen die Dokumente zeigen. Was soll denn aus den Kindern werden? Wladimir Kimajew zeigt der deutschen Umweltschützerin einen recht ungewöhnlichen Aussichtspunkt. Von hier oben sieht man die prächtigen Hallen und steht dabei praktisch im Müll. Die illegale Entsorgung ist so sehr gängige Praxis, dass sich die Urheber nicht mal verstecken müssen. Sie können es sich sogar bedenkenlos leisten, im Schutt ihre Visitenkarte zu hinterlassen. Ein Auftragsschein. Hier steht alles. Firma Putejew. Dieses Unternehmen baut verschiedene Objekte für Olympia. Firma Putejew. Und hier kippen sie einfach ihren Schutt ab. Meine Kritik geht sowohl natürlich an hier die russischen Organisatoren, die das Ganze durchführen und sehr nachlässig an vielen Stellen durchführen. Aber natürlich geht die Kritik vor allem auch an das Internationale Olympische Komitee, das sich offensichtlich überhaupt nicht daran stört, was hier vor Ort passiert. Ja, das ausschließlich schaut, inwiefern die Spielstätten termingerecht fertiggestellt wurden. Und das reicht eben nicht aus, wenn man wirklich eine nachhaltige Entwicklung hier vor Ort erzeugen will oder unterstützen möchte. Das IOC selbst beschwichtigt. Man habe den Russen wichtige Anregungen für einen modernen Umweltschutz gegeben. Immerhin sei zum ersten Mal bei einem sportlichen Großereignis in Russland überhaupt über Umweltschutz nachgedacht worden. Grüne Spiele? Vielleicht nächstes Mal. 2018 in Südkorea. Und das sehen Sie in der nächsten Folge von Planet E, Mallorca von oben. Auf Entdeckungstour mit dem Planet E Zeppelin. Aus der Luft offenbart er die Schönheit der beliebten Ferieninsel. Er gewährt einzigartige Einblicke, fantastische Ausblicke und gleitet über facettenreiche Kultur- und Naturlandschaften. Planet E, Mallorca von oben, am 16. Februar im ZDF.